Hallo, willkommen zu einer neuen Live-Runde Mechabellum. Gestern kam ich leider nicht mehr zum Spielen, war Nexus angesagt den ganzen Tag. Jetzt aber können wir wieder reinmachen. Das heißt, ich habe nur einen Tag, hänge ich hinterher bei den anderen Spielern mit dem neuen Skorpion und was es noch für Veränderungen gab. Mal sehen, was wir anstellen können. Ich habe wieder einen Hotfix heute Morgen, habe ich gesehen. Das MMR-Verstecken ist verschwunden, der Knopf. Aber der hat wohl eh nicht geklappt, wurde mir gesagt. So, da ist der Feind. Ist ein klarer Cancel-Fall. Also, ja, also, der hat nur kein MMR, aber sonst hier Turnier und alles und kann mit Power. Das wäre ein typischer Fall fürs bitte nicht spielen. Los geht's. Das MMR weglegen, ich habe das ja gestern versucht, als es noch drin war. Weil ehrlich gesagt, mir ist ja egal, ob ich jetzt MMR der Gegner sehe oder nicht. Weil es macht ja nur Sinn, das zu sehen, wenn man die auch canceln möchte, im Grunde genommen. Ne? Von daher sollte man bei jedem sonst das Beste spielen. Es ist jetzt ein bisschen traurig, dass er wieder raus ist. Ich hoffe, die machen das für die Tage wieder rein. Wahrscheinlich kontrollieren die den halt nochmal, weil er nicht ging. Jo, was spielen wir denn da? Ja, das sind doch alles Leute, die von Lebenspunkten profitieren. Rhino. Also wir brauchen irgendwas, um die Luftdings abzuknallen. Das heißt, ich habe diese Runde dann keine Modelltanks. Es sei denn, ich will das mit denen machen, von hinten. Ja, dann tanken jetzt die Panzer das. Das sind ja echte Kerle, die können das. Es gibt eine Tendenz dazu, hatte ich jetzt beobachtet. Ich habe nämlich zwei Replays noch angeguckt und davor sah das auch schon so aus, bevor ich den Tag Pause hatte. Eine Tendenz dazu, eine Box in der Mitte aufzubauen, habe ich gemerkt, dass man hier quasi so eine Box baut und da dann alles reinstellt. Ich bin noch nicht sicher, ob das wirklich sinnvoll ist und warum das gemacht wird, aber es ist mir aufgefallen, dass jetzt ein paar Mal habe ich das gesehen. Ja, muss ich mal aufpassen, wenn er da steht. Zu weit hinten ist doof, zu weit vorne ist auch doof. Zwei Schüsse für einen Panzer und zwei für so einen. Ja, das ist natürlich sehr unschön, dass jetzt ne, zwei der Arclights draufgegangen sind so schnell. Wie macht man das? Die Arclights jetzt mit Kleintier beschützen, oder? Dass die Crawler aufleveln, glaube ich nicht. Und ohne aufleveln kann ich auch einen Feng davor stellen, wenn ich besser tankt. Mittelstrike. Ja, den Hardcore-Erfahrung geben, das ist schon okay. Ich glaube, ich packe dann einfach eine Runde Fengs dazu, als Modell-Tank. Guck mal, dann geht der immer ein Stück schneller und da ein Stück nach vorne. Passt das? Ja, passt. Genau. Und dann die Erfahrung der Marksmen ein bisschen aufspielen. Wenn die früh genug aufleveln, können die ein bisschen Schaden verursachen. Das ist sowieso klasse, wenn sowas kommt, aber gegen den Rhino nachher. Zwei Satelliten geopfert. Im Moment arbeite ich unter der Prämisse, dass der Satellit sich nicht lohnt zu opfern für eine 200er Einheit, wenn man nicht irgendwas zielgerichtet daraus bekommt. Also jetzt zum Beispiel wäre Gießkannenerfahrung vergeben. Ne? Aber wenn manchmal Gesetze werbe, da braucht man den Levelvorteil. Aber den habe ich jetzt hier nicht gesehen und von da habe ich die auch nicht beschützt, die Panzer. Ich weiß noch nicht, ob das richtig ist. Das ist im Moment der Plan, mit dem ich arbeite. So. Das können wir da schilden. Ich würde jetzt erst nochmal Kanonenfutter dabei packen, weil man das ja sowieso gebrauchen kann gegen einfach alles. Ist auch gegen die Rhinos nachher gut.
Und ansonsten. Mehr Reichweite geben. Das Kleinvieh ist ja durchaus ein Problem gewesen. Mehr Schaden brauchen wir nicht, ne? Bei keinem eigentlich. Sagen wir mal ein Schild da hinten. Bombe. Vielleicht kann man den hacken. Stirb, großer. Wo der Bifi? Muss man öfter gegen schießen. Also die Panzer bestimmen gerade von beiden Seiten ein bisschen das Spiel wegen der Aufstellung, obwohl sie eigentlich keinen großen Einfluss auf das Spiel haben. Das ist auch interessant. Da ist der Kamerad. Dem Schild und dem Deployment, das natürlich jetzt beide sehr unschön, dass er das bekommen hat. Nicht so schön. Ja, der macht ja dann da nicht mehr so viel, der Panzer. Dann stellen wir den als Hilfemaßnahme da vorne hin. So. Kann man die mit Marksman abknallen? Ich meine, der hat ja nicht viel Leben, ne? Aber ich jetzt wirklich noch Tier 1 Einheiten dazu bauen. Das sind alle Single-Targets. Ich mache das jetzt mal. Also einen späten Marksman-Spam hochzuziehen ist normalerweise nicht so gut. Aber ich glaube, dass es die richtigen Targets dafür sind. Und ich habe ja die Karte dabei, ne? Die das nochmal verbessert. Also da bin ich gewillt, das einfach mal zu riskieren. Weiß nicht, wie gut der Marksman-Spam dagegen ist. Reichweite da vergeben. Gleich ein Schild vergebe, schießt er den ganzen Tag, oder? Schild an dem auch vergeben. Ja, Level 2 mit Schutzschild ist ein bisschen viel, ne? Ohne Schutzschild-Item wäre jetzt tot gewesen. Ja, das war jetzt ein bisschen brutal, was da kam. Und dann kommen noch die verzögerten Crawler von hinten. Ja, also das Item da, ohne das wäre der halt tot gewesen auf der rechten Seite. Aber das hilft mir jetzt nicht weiter. Ja. Ich würde sagen, ich habe jetzt mehrere Ziele für den Hacker, oder? Ist jetzt ein sehr riskanter Call, muss man sagen, wenn ich das jetzt mache. Aber er hat ja keinen Kleinvieh in erster Reihe und das ist ja normalerweise dann Hacker-Sache und durch Schild ist auch Hacker-Sache. 400 und dann Reichweite. Schuss bitte. Sehr schön. Schild ist leider weggepustet worden von meinen Marksmen. Keine gute Kombo.
Halt nur das Öl dahin gelegt. Oh, bevor der jetzt stirbt. Oh, jetzt habe ich das nicht mehr anzumachen, bevor der stirbt. Ah, oh, was für ein Dreck. Jetzt hast du das resettet. Sonst hätte ich die Runde gewonnen. Ja, vielleicht habe ich das Öl zu aggressiv gelegt. Ne? Der wurde ja eh genug abgelenkt durch den Heck. Ja, die Superpanzerung an den vergeben, okay? Ach ja, wäre ärgerlich hier. Ja, mal gucken, ob ich die mit Schilden extrem lange tanken kann, die Dinger. Und ansonsten hackt halt von jeder Seite jetzt einer. Glaube, der Panzer hat ja gar keine Bedeutung mehr da hinten, ne? Bräuchte wahrscheinlich mehr gegen die kleinen Crawler dann gleich. Ja, ich habe zu viele Baustellen. Ich brauche halt einen gegen die kleinen Crawler, es geht nicht anders. Und die müssten wir eigentlich aufleveln, es geht auch nicht anders. Naja, also ich denke, die Marksmen haben nicht in die Strategie reingepasst. Das war alles sehr ad hoc bei mir entschieden hier. Habe jetzt den Verdacht, dass ich da nicht ohne Probleme durchkomme. Noch ein verbessertes Schild dazu und aufs Beste hoffen. Aber ist ja alles aufgelevelt. Also ich denke, dass das vorbei ist, die Runde. Und den Guten hat er auch verkauft. Den kann ich gar nicht mehr hacken jetzt. Aber die Marksmen machen halt im Grunde genommen jetzt nicht viel, außer die Phönix runterzuholen. Und das halt kommt auch sehr spät. Die beschädigen jetzt erstmal nur die Leute, die ich eigentlich schon hacke. Zwei, drei Arclights mehr hätten vielleicht auch noch geholfen. Mal sehen. Also noch ist ja nicht vorbei, ne? Zack, tot. Aber ich glaube, das könnte die letzte Runde gewesen sein. Na, jetzt sterben die Marksmen hier alle. Jetzt kann ich die auch nicht mehr runterholen. Und ich habe keine gut genug Frontline für die. Um die zu beschützen hier. Ja, braucht man einfach ein paar Spiele, bis man sich an die neue Einheit gewöhnt hat. Wie gesagt, mir fehlt ein ganzer Tag jetzt Spielerfahrung dafür. Aber die Prognose war richtig, ne? Also den hätte man canceln müssen, weil ich jetzt unendlich viel MMR verliere. Und das hätte ich vorher halt auch gewusst. So, kleine Pause gemacht, jetzt kann es weitergehen. Ja, also bis dieses neue, die neue Einheit da irgendwie einsortiert ist bei einfach allem, wie das funktioniert, ne, wird es Ewigkeiten dauern. Interessant wäre halt auch die Frage, wenn man den Panzer vertikal da vorstellt, ob die sogar schlecht dagegen ist, der Skorpion, weil er vielleicht nur ein oder zwei trifft. Ja, Fragen über Fragen. Ich glaube, man schaltet den auch mit Giant frei, aber er kann keine Giant Items, die die Barrier aufnehmen. Das müsste ich auch noch testen. Also, ich stehe da auch noch ganz am Anfang mit dem Ding. Machen wir einfach mal den Giant. Aber ich glaube, man kann ihn damit freischalten. Umsonst. Nee, doch nicht. Okay, die zählen nicht als Giant. Alles klar. Ich wusste nur, dass man keinen Barrier draufpacken kann. Ja, jetzt bin ich natürlich gearscht, weil ne, die schießen die Jungs einfach weg. Und wenn die vorne nichts bringen, dann packen wir die nach hinten. Ich habe das ja letztens schon mal gesehen, das war ja eigentlich ganz gut gewesen, aber es kann, glaube ich, in dem Szenario nicht funktionieren, ne? Verkauf die dann gleich. Ja, aber wenn ich das jetzt so machen würde, was baue ich da draus, ne? Gar nichts. Nee, das macht, glaube ich, gar keinen Sinn, das so aufzubauen. Und Anti-Small habe ich auch nicht. Ja, die Raketen werden Aua tun. Die auf jeden Fall so stellen, sonst haben die keine Chance im Duell.
Also auf jeden Fall anfällig für Flächenschaden der Gegner. Der erste Instinkt wäre jetzt auch direkt einen Skorpion dahin zu stellen. Zumal die Modelltanks auch hinter den dicken Einheiten stehen. Und die Phönix könnte man gleich wirklich verkaufen. Das Ding ist, wenn ich jetzt alles investiere in die Scorpions, dann ist der Giant für einen Papierkorb gewesen. Ne? Die Giant-Karte war ja schon vorher schlecht, aber jetzt gibt es halt diese mittleren Giants. Und wenn ihr nennen wollt, ne? Wenn man jetzt die kauft, also das UFO da oder den Scorpion, dann hat die Giants ja noch weniger Bedeutung. Also die Giants-Karte und die Elite-Karte, die bräuchten echt mal beide einen Buff, glaube ich. Ja, wie gesagt, also eigentlich sollte ich einen Giant spielen da drauf. Die Giant-Karte halt ausspielen. Wäre, glaube ich, schon nett. Ich kaufe jetzt einfach zur Ablenkung so ein Ding. Und ich habe dann hier gleich eine sehr, sehr dünne Front wahrscheinlich. Nee, lass mir erstmal da reinhämmern. Ich kann ihn ja gleich dann nochmal verkaufen, ne? Noch nie gesehen, die Aufstellung. Der wird jetzt einfach ultraschnell sterben, leider. In meinem Kopf hat er halt genug Reichweite gehabt und Gehgeschwindigkeit, um die Artillerie zu erreichen. Aber das ist halt neue Einheit. Massiv falsch eingeschätzt. Es geht alles im Bach runter. Also wenn ich heute den ganzen Tag spiele, schaffe ich vielleicht noch 1400 MMR. Na, gucken wir mal. Also wenn ich den jetzt einfach im zweiten Spiel in Reichweite vergebe, dann spiele ich einen Spezialisten aber immer noch nicht aus. Ne? Und dann lohnt sich auch nicht mehr, den nochmal zu verkaufen. Nur Baustellen. Röhrchen. Okay, das war jetzt eine Runde Ablenkung. 100 umsonst, um das zu machen. Rekrutierungsslots umsonst weg. Schauen wir mal, wo die Reise dahin geht. Also das Beste jetzt dagegen ist reguläre Artillerie-Spam. Ja, wir spielen es einfach mal so, als ob wir keinen Blödsinn machen würden. Das ist, wir müllen den Gegner jetzt mit Raketen zu. Muss einfach klappen. Und der Tanks hat er mehr geholt. Naja, jetzt ist die Frontline zu schwach. Das Ding ist halt, dass ich eigentlich eh Auto-Lose habe, wenn ich Artillerie hole. Ich glaube, man kann Artillerie nicht mehr spielen in derzeitigen. Also die War Factory mit der Raketenabwehr, die nimmt halt einfach zu viel Artillerie gleichzeitig raus. Ne? Und ja, sobald ihr Artillerie spielt, wie ich das jetzt gemacht habe, selbst wenn ich eine Frontlinie hätte, könnte ich das Spiel zwar wiederholen, und dann kommt die War Factory und habe ich automatisch verloren. Also es ist ein bisschen durchwachsen im Moment. Er ist ähnlich wie eben der Marksman, die sind eigentlich auch fast unbrauchbar geworden, außer gegen Phoenix. Also, man muss ganz viele Strategien mehr umstellen. Ist gut, dass der bis zum Schluss überlebt hat, denn der levelt, kriegt nachher mehr Geld raus. Bombardment, Vulcan, Redeployment.
Genau, also das können wir ja dann die wenigstens so hinstellen, dass die Nutzen haben. Also ich denke, ich werde die Artillerie gleich einfach rausnehmen mit einer War Factory. Und bis das passiert, machen wir aber hier weiter. Und die kann er halt auch schön hinten hinstellen, damit die unendlich viel spawnt. Also ich bin eigentlich jetzt schon in dem Loose eingeloggt. Aber um jetzt wieder aufzuholen bei dem, was ich halt sonst für einen Mist gebaut habe, ne, ist die Artle jetzt die Konter. Und vielleicht habe ich ja Glück, ne, spielt keine War Factory. Moment, sie sind auch außer bei Arclight-Spam machen wollte. Ne, mit allen Upgrades dann nachher. Er müsste aber diese Runde welche holen. Sonst macht das wahrscheinlich nicht. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Haben die wegteleportieren leider, sonst könnte ich die halt einfach nächste Runde auslöschen mit meinem, ne, Phoenix hinstellen und fertig. Also ich glaube nicht, dass sie die nächste Runde noch in der Position stehen, aber das ist jetzt gepokert, ne? Also ich kann die halt einfach mit One-Shot so runterholen mit Phoenix und so, das ist kein Problem. Aber er kann die ja einfach wegteleportieren irgendwo auf die Map. Also da habe ich das Spiel jetzt schon verloren, bevor die War Factory kommt. Ach, das fängt gut an. Wenn man einen Tag nicht gespielt hat, hat man richtig Lust weiterzumachen. Also er weiß genauso gut wie ich, dass ich die jetzt da vorne one-shotten kann, aber das ändert nichts daran, dass er die wegporten kann. Und ich weiß halt nicht, wo auf die Map er hinportet. Und von da habe ich automatisch hier die schlechteren Karten. Kann man immer irgendwie vergeben. Ja, der wird jetzt irgendwo auf der Map auftauchen. Irgendwo. Da kann man nicht mit Defense spielen. Habe ich den auch da drin? Genau. Machen das jetzt auch. Er kostet mich ja nichts zum Freischalten. Könnt ihr mal gucken, wo er auftaucht. Und dann schießen wir dann entsprechend zurück oder so, hoffe ich. Ja, das kleine Kleinvieh müssen wir alles töten. Gucken wir uns das mal an. Dumm ist halt, dass ich beide Devices ebenfalls verloren habe. Also ich denke, dass ich zu viele Sachen habe, die einfach nicht funktionieren im Moment. Ja, und weggeportet. Muss aber auch sagen, dass es ein sehr schlechter Move war, die so hinzustellen, weil es mit Ansage kam. Ne? Das ist der Grund, warum ich jetzt hier Dinger halt stehen habe. Mal gucken, wie viel ich von denen kriege. Einen auf jeden Fall, denke ich. Vielleicht sogar einen zweiten. Ist natürlich immer gepokert. Ne? Ich hätte auch sagen können, er hätte auch sagen können, er lässt sie da stehen, weil ich nicht denke, dass er die wegportet oder sowas. Weil ich denke, dass er die wegportet. Das geht immer in jede Richtung. Also ist halt ein Ratespiel ab da, ne? Für beide Seiten. Ich hoffe, ich kriege mindestens zwei. Und jetzt noch einen dritten. Sehr schön. So hatte ich mir das vorgestellt. Das PK-Manöver geht übrigens anders, weil er das versuchen wollte. Ich habe da mal ein Video drüber gemacht. Da fehlen noch ein paar Kleinigkeiten. So, und jetzt portet er sich natürlich woanders hin oder er bleibt da stehen, weil er schon drei, weil die schon fertig teleportiert sind. Er kann die hoch und runter stellen da drauf, ne? Ohne dass sie neu porten müssen. Dann sollte man bedenken, dass sie nicht da in der Ecke gleich stehen müssen. Feuerrate wäre jetzt gut. Habe ich nicht drin. Schildtraining, Deployment. Schild auf jeden Fall.
ja. Also neu porten wird er wahrscheinlich nicht. Das heißt natürlich nicht, dass er es nicht macht, ne? Aber er geht davon aus, in der Porte, dass der ja in die Seite ballert. Das ist von mir hart gepokert, gar keine Frage, wenn ich ihn dann wegstellen würde. Na, gucken wir mal. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass er das weiterführen will, das Duell. Ich würde es aber auch nicht als unmöglich ansehen. Ja, die kann er aber jetzt auch einfach, ne, den ganz woanders hinstellen. Dann stehe ich da unten umsonst. Also eigentlich kann ich den so nicht hinstellen, ohne schlechtes Gewissen. Ja. Alles tricky stuff. Ich rechne mal mit dem zweiten Port. Da geblieben mit Wespe. Schutzschild drauf. Und noch einer. Einer für Papa. Hier sind die Wespen im Weg. Und bye bye. Das habe ich mir den Rest leider nicht angeguckt hier. Offensichtlich muss da nochmal ein Arclight in diese Position hier. Ich vermute mal, aus der Adler kriege ich gar nicht mehr so viel raus, oder? Ich sehe jetzt nicht genau, was die macht. Ah, da hat jemand gegen mich gewettet. Klar. No risk, no fun. So. Der wäre wahrscheinlich gut, wenn man rät, wo der jetzt auftaucht. Missile Device. Also wenn er hier noch steht, dann hat er jetzt gleich erstmal gut Schaden. Wenn er da portet, nehme ich ihn direkt raus. Weiß gar nicht, ob man da drei für brauchte. Ansonsten. Ich bräuchte halt auch mal ein Upgrade für die, aber was will man da nehmen? Auch eine Vespa einfach, oder? Glaube, da oben gibt es nicht so viel. Ich brauche das Geld aber eh nicht in dem Umfang wahrscheinlich. Porte mich da auch mal hin. Gebe schon alle vergeben, ne? Ich mache das jetzt einfach mal hier. Dass sie woanders auftauchen, dass sie direkt einfach die Nase kriegen. Ja, das war's. Mehr kann ich nicht ausgeben. Umstellen nochmal ein. Ich meine, der macht da ja nichts, ne? Wir haben eben gesagt, hier in der Mitte muss noch einer hin. Besuch von der Seite. Au, Backe. Leider nur eine Rakete drin gewesen. Stell dir vor, ich hätte zwei aufgestellt. Die halbe Flotte tot gewesen. Unten habe ich auch was ausgelöst, glaube ich. Ja, zu viele Modelltanks. Ja, ein zweiter Satellit wäre so geil gewesen. Also hier unten muss irgendwas aufgetaucht sein, weil die Satelliten alle weg sind. Sind jetzt an dem Satellit an der Seite gestorben? Fragezeichen? Nicht hingeguckt. Ich glaube, die sind an der Seite gestorben. Das ist vorbei. Genau. Also ich habe jetzt nicht gesehen, woran die gerade gestorben sind, aber es kann ja eigentlich nur hier rechts einer gewesen sein. Genau, also er hat ja einen Feng hingestellt und da oben nochmal einen. Also die Satelliten sind dann alle in die wahrscheinlich gegangen. Naja, aber immerhin der Satellitencall, ne, mit 200% Schaden, der hat, glaube ich, funktioniert.
Und ich habe richtig geraten, der wollte die Dinger ausbauen, hat dann nur bei dreien eben eingestellt. Was ja auch nicht unbedingt verkehrt ist, weil die dann mehr Elite kriegen, wenn man es gezielt machen möchte. Ja, meine Artillerie hat sich, glaube ich, gar nicht gelohnt. Vielleicht war die Artillerie der Grund, warum man die Luftschiffe geholt hat, ne? Weil die ja auch der Artillerie ausweichen. Ich persönlich würde immer noch sagen, die beste Konter, wenn jemand wie ich jetzt Artillerie spielt, dann hat er automatisch gewonnen, wenn er die War Factory spielt. Dann ist er komplett ausgekontert. Und das war eben ein Risikoverbund, den man gesehen hat. Er portet hin, ich stehe da, bam, bam, bam. Ne? Und da war das sehr riskant. Und die drei Upgrades kosten natürlich astronomisch viel. Die Frage ist halt, ob diese Bodenkanone irgendeinen Nutzen mir gebracht hat. Wogegen denn am Boden? Ne? Also ich glaube, dass. Ich will da keine Eigenwerbung machen, aber das Picard-Manöver, ich habe ein Video darüber gemacht, wie das funktioniert. Da kann er, glaube ich, den einen oder anderen Trick noch rausholen. Das hätte so nicht sein gemusst. So, doch noch ein Spiel gewonnen. Der Tag ist gerettet. Ich bin weg. Ciao, ciao.